Man muss sagen, ich habe heute wieder ein wunderbares Beispiel dafür gesehen, wie wichtig ist, dass wir die neue Reptilienauffangstation in Neufahrn jetzt angehen. Man hat hier hervorragende Arbeit auf engstem Raum vollbracht und wir müssen an die Zukunft denken. Man muss auch an die Zukunft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht nur an die Tiere denken. Was die Mitarbeiter hier leisten, ist hervorragend auf engstem Raum. Und deshalb ist der Neubau so wichtig und es ist auch wichtig, dass wir da den nächsten Schritt jetzt gehen. Ich habe heute den Förderscheck überreichen dürfen, dass wir das Grundstück erwerben und in die Planung einsteigen. Und ich hoffe auf eine kurze Planungsphase und auf eine schnelle Bauphase, damit wir eben, wie versprochen, beides miteinander verbinden. Ein neues Zuhause für die vielen Reptilien, die hier unter diesen Umständen von den Mitarbeitern perfekt gehalten werden. Ein neues Zuhause finden und die Mitarbeiter auch adäquate Arbeitsmöglichkeiten.